Und guten Morgen, Männer. Ich grüße euch. Lasst uns mal zusammen ein paar Mathematikaufgaben lösen. Stellt euch vor, ich bin ein Schüler, ein Abiturient, ein Student, ein ganz normaler Human Being, ein Soldat, ein was weiß ich. Und wir machen zusammen eine kleine Übung. Mathematik. Ja? Einfach mal Ohren spitzen. Vielleicht mitzählen. Mathematik ist ja euer Fach. Ihr seid ja Profis drin. Gut. 8 und 8 ist 16. 12 und 12 ist 24, also das behaupte ich ja. 20 und 20 ist 40. 120 und 120 ist 240. 300 und 300 ist 600. 400 und 400 ist 800. 12 und 12 hat man schon, ist 24. 24 und 24 ist 48. 16 und 16 ist 37. Und jetzt mal ehrlich mit euch selbst. Was habt ihr gerade eben gedacht? Habt ihr mal eure Gedanken überprüft? Was ging euch durch den Kopf? Ich war eine kräftige Handvoll Mathematik mit euch, bärenstark, und ich lag einmal kräftig daneben. Und wisst ihr was? Die Masse der Menschen, die ich kenne, hätte jetzt keinen Beifall dafür gegeben, dass ich, sagen wir mal, 6 oder 7 Mal gut war, richtig gut war. Nee, die hätten mit dem Finger auf mich gezeigt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Sie hätten gesagt, hey, du hast einen Fehler gemacht. Genau die Menschen oder die Masse der Menschen, von der ich gerade geredet habe, die hätten mich jetzt nicht in die Schublade gesteckt. Hey, der macht sein Ding, der kann was. Nein, sondern in die andere Schublade. Hey, der macht Fehler. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell weg von dieser Szenerie, die ich gerade in Szene gesetzt habe. Und wir gehen mal rüber ins Praktische. Ich gebe mal ein Beispiel. Dann werdet ihr sehen, worauf ich hinaus will. Ich war genau 17 Jahre lang in der Fremdenlegion. War 17 Jahre lang Profisoldat. Von diesen 17 Jahren war ich 16 Jahre, 11 Monate und 29 Tage ein guter Soldat. Ich gehörte zu den Guten, wenn nicht zu den Besten. 16 Jahre, 11 Monate, 29 Tage haben mir alle auf die Schulter geklopft. 16 Jahre, 11 Monate und 29 Tage hatte ich bei allen Lehrgängen, bei allen Ausbildungen, bei allen Übungen, Tests und Operations wirklich die Nase vorne. Bravo. Gut. Aber an einem Tag war ich schwach. An einem Tag war ich nicht der Übermensch, der Übersoldat, der alles kann. An einem Tag war ich einfach nur Mensch. Und was ist passiert? Genau. Die Masse der Menschen, die Masse der Legionäre, die Masse meiner Vorgesetzten, die haben mich nicht nach den 16 Jahren, 11 Monaten und 29 Tagen abgeurteilt oder eingestuft, sondern die haben gesagt, hey, der war ja schwach, der hatte einen Tag, wo er nicht gut war, an dem Tag war er nicht exzellent. Und die 16 Jahre, 11 Monate und 29 Tage, die waren wie weggewischt, als wären sie nie gewesen. Man hat sich nur danach orientiert, an den Tag, an dem der Gast eine Schwäche hatte, an dem er Mensch war. Die 16 Jahre, die 11 Monate und die 29 Tage, sie zählten nicht mehr. Unser ganzes Bildungssystem ist leider zu 80% genauso konzipiert. Volle Leistung, voller Erfolg. Unsere Berufs- und Arbeitswelt hier in Deutschland ist leider genauso konzipiert. Du musst stark sein, du musst Erfolg haben, du musst immer volle Leistung bringen. Teilweise ist unsere Familienbande, unser Bekanntschaftskreis, unser Freundeskreis, alles was menschlich ist, genauso konzipiert, zumindest zu 80%. Du musst gut sein, du musst Erfolg haben, du musst immer Leistung bringen für uns. Bei Tests, bei Examen, bei Bewertungen, bei Beurteilungen, bei all diesen Prozessen, also die vom humanen Standpunkt
nicht gerade Prädikat wertvoll tragen. Da wird nur nach Fehlern gesucht. Man sucht nur das Haar in der Suppe. Was aber zählt, Männer? Das ist die ehrliche und aufrichtige Anerkennung der tatsächlich gebrachten Leistung, des Positiven. Was zählt, Männer? Das ist das Sehen der Person, der einzelnen Person und nicht nur seiner Taten. Meine Message ist: Fördert die Stärken des Einzelnen und seht über seine Schwächen hinweg. Jeder von uns, jeder Mensch braucht Bestätigung. Jeder Mensch braucht Anerkennung. Denn das alles fördert unsere Stärken. Das fördert unser Human Being. Gebt Anerkennung, gebt den Menschen Bestätigung. Fördert die Stärken und seht über die Schwächen königlich hinweg. Das macht euch zu einem guten Mann, das macht euch zu einem guten Vater, das macht euch zu einem guten Geliebten, das macht dich zu einem guten Akademiker, das macht euch zu guten Lehrern, Professoren und Politikern. Fördert die Stärken und seht königlich über die Schwächen hinweg. Ich empfehle mich.